Hey, ihr Cyber für Spaceden, willkommen zurück zu Transient. Ich habe ja leider schon gesehen an den Views, es ist wohl einigen ein bisschen zu viel Text und ein bisschen zu viel Stoff hier, aber trotzdem freut es mich umso mehr, wenn ihr dabei geblieben seid, weil ich glaube, es wird noch gruselig, Leute. Auf jeden Fall sind wir jetzt kurz vor dem Biolabor Nummer 4 hier in der Erinnerung der Erinnerung der Erinnerung der Erinnerung. Glaube ich. Und guck mal, was hier los ist. Oh nein, hier sind wieder diese Dinger in den ganzen Gefäßen da. Bah, ist ja sehr lecker. Allerliebst mal wieder. Was ist das denn hier? Ist das der Technopriester? Oh. Das sieht so ungeil aus. Das ist dieser komische Schädel, den haben wir ja schon mal gesehen. Was haben wir denn hier? Wieder was zu lesen. Geheimakte 25-7. Betreff Projekt Aperion Soma. Die Verschmelzung der speziellen biologischen Proben mit den mechanischen Teilen war bei den ersten drei Experimenten aufgrund der weitgehend unbekannten Natur der Struktur der reproduzierten Zellen nicht erfolgreich. Doch mit Hilfe der Daten, die wir aus diesen Experimenten gewonnen haben, ist es uns gelungen, die Reproduktion auf zellulärer Ebene zu verändern und anzupassen. Der Probe wächst nun langsam, aber stetig Körperteile. Alle Systeme sind synchronisiert und die Nervenaktivität ist auf dem höchsten Niveau. Geht es darum, hier Menschen in andere Körper zu verpflanzen, also den Geist? Geheimakte 25-8, betreff Projekt Aperion Soma. Die Zentraleinheit ist zu komplex, um sie warten und anpassen zu können. Selbst unsere leistungsfähigsten Computer sind dazu nicht in der Lage. Sie wurde nach den Anweisungen des transgalaktischen Geistes eines der Mitglieder der ehrwürdigen alten Rasse entworfen. Erste Tests an einem spezialisierten Androiden haben begonnen, während sich der ursprüngliche Wirtskörper stark entwickelt. Geheimakte 25.9 betrifft Projekt Aperion Soma. Der biologische Rahmen des Aperion Soma versetzt einige der Wissenschaftler in Erstaunen, aber auch in Schrecken. Seine fremdartigen Züge werden von den Teilen mit einer grotesken Ähnlichkeit zum Menschen überschattet. Obwohl er bereits im Bereich mit beschränktem Zugang verwahrt wird, wurde die Sicherheitsstufe auf die höchste Stufe erhöht. Das bedeutet, dass er außerhalb des Geländes nicht einmal erwähnt werden darf. Okay. Krass. Ja gut, wir machen das Ding einfach mal an. Ah. Unheimlich, dieses Ding. Und ich kann es auch noch scannen. Super geil. I finally found it. I better get out of here before I get caught. Was ist das? Ah! Oh, es ist eklig. Das Schlimme ist, es kann hier halt irgendwie alles passieren. Ich meine, der Fantasie und dem Netz, der virtuellen Realität sind wohl keine Grenzen gesetzt. Auch Wachsequenz wird eingeleitet. Aber sind wir jetzt wieder ganz raus, oder? Okay, nein, wir sind zu Hause. Slipped into the subconscious while investigating the file. It seemed like it was my own memories recorded by Alice, but I can't recall experiencing those moments. I'm not quite sure what, but there's something odd going on here. Alles klar, die Körperfunktionen sind wieder normal. Find out more. Fine, call Alice. Alice, it's urgent. Call me back when you're free. Ja, wenn sie überhaupt noch lebt. Ich meine, wir haben ja gesehen, dass sie tot ist. Oder nicht? Sie nach angekommenen Paketen. Ja, ich habe hier die Nummer jetzt bekommen letztes Mal. Was ist das denn? Holodatei gefunden? Ich kann aber nichts machen. Oha. Systemüberprüfung läuft. Hier los, bitte. Ja, das ist dieser Schädel. A digital neural study we've been developing together with Akeley for some time. It still has some problems to be addressed. Ja, unheimlich. Ich find's total unheimlich, dieses was auch immer und dieser komische Teufel, der uns da noch begrüßt hat. Warte mal, 301. Und das Passwort war 59714. Ja, ist korrekt. Du kannst das Paket abholen. Ah. Sieht aus wie was zu essen. Nein, das ist nur eine Platine.
holographer disc. I better check it out. Ich weiß ja nicht. Ich habe irgendwie jetzt schon nicht mehr so richtig Lust darauf, in meinem Gehirn rumfuschen zu lassen. Carter, du hattest recht. Diese Sache, die wir immer und immer wieder diskutiert haben, hat sich mir endlich bestätigt. Die lauernde Gefahr da draußen, über die wir gesprochen haben, diese seelenlose Monstrosität. Ich weiß jetzt, dass sie real ist und mehr als je zuvor fühle ich mich beobachtet. Ah, ist nur Gewitter. Das Hologrammmodul und die folgenden Sternennamen sind alles, was ich mit diesem Paket mitschicken konnte. Aber ich glaube, dass du mit ihnen einen Weg finden und mehr über diese Dinge erfahren kannst, die sich hinter der Kulisse dieses schrecklichen Chaos verbergen. Aldebaran Deneb Sirius. Sternennamen in der Nachricht. Okay. Diese Sternennamen stehen in dem PDA, den Alice mir zusammen mit der Hologrammdisk geschickt hat. Aldebaran, Deneb und Sirius. Willst du das nicht mitnehmen, das Ding? Das Tablet? Oder lass uns einfach da. Ich glaube, ich mach lieber die Tür zu. Wer weiß, was hier noch passiert. So, muss ich jetzt hier die Hologrammdisk irgendwo reinwerfen? Diese... Boah, was war das? Diese uralte Hardware. Haben wir alles schon gelesen hier. Dokumente wurde gesch... Okay. Irgendwie hat das nicht... Oder das macht er jetzt jedes Mal, wenn ich was lese. Macht er? Ja, er macht es halt wirklich jedes Mal. Ach hier, Holodisk. Hologrammdisk eingesteckt. Alter, dieses Gewitter draußen. Und abspielen, bitte. Oha. The disc has only a star map. And I don't know what I should do with it. I better search your apartments again for more clues. I'd better prepare the perception heightening mixture first to revisit Alice's RCE. Okay. Ich soll hier Hinweise finden. Habe ich denn irgendwo was mit Sternennamen versteckt oder was? Wahrnehmungssteiger das Gemisch herstellen. Na gut. Haben wir das da schon gehabt? Ach, die Metaschamanen, ja, ja. Okay, dann machen wir uns mal die leckere Mischung. Oha, was ist denn da alles? Eieieiei, ich weiß halt gar nicht mehr genau. Warte mal, wir haben es doch bestimmt irgendwo im Journal. Cyber-Enklave, das Vieh? Nee, aber was im Journal vielleicht? Seltsame Audioaufnahme. Alice ist tot. Ach, das Passwort, genau. Ja, 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 das haben wir. Ach, hier. Zuerst muss ich Lymblätter mit Zimt und Safran vermischen. Wenn ich Wasser und Renouille hinzufüge, sollte es klappen. Also die Lymblätter, Zimt und Safran. So, wo sitzt du denn? Lymblätter, Zimt und Safran. So, und was war das dann? Mischung abgeschlossen, nimm den Behälter, alles klar. War das richtig? Ich hoffe doch, nee. Wenn ich dann Wasser und Renouil hinzufüge, sollte es klappen. Dann mache ich mal noch Wasser dazu. Wenn das alphabetisch geordnet wäre, wäre super. Aber Renouil, oder wie das immer ausgesprochen wird, gibt es hier nichts. So, Wasser? Nee. Ah, hier, guck mal. Renouil, da ist es doch. Wasser. Und Renouil. Ja, super. Oha, wie er aussieht. Sicher, dass du das jetzt schon trinken willst? Okay. Drücke Space, um den markierten Ort zu sehen. Ach, da oben das Hauptterminal. Aber ich wollte doch erstmal die Sternenbilder finden, oder was?
Ist das jetzt wieder egal? Na gut. Huch. Ich kann nicht durch die holographische Projektion durchlaufen. Hi. Alles klar, dann gehen wir halt nochmal da rein. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge jetzt die richtige ist. Load the latest file I received from Alice. Nicht autorisierte Erinnerungsmodul. Autorisiertes Erinnerungsmodul wird geladen. Gefahr. Das finde ich halt immer ein bisschen ungeil, diese Bewusstlosigkeit, die damit einhergeht. RCE-Datenherstellung läuft. Aha. Ich habe schon gesehen, es gibt 5 Kapitel übrigens. Wir sind immer noch in Kapitel 2. I should check around carefully one more time. Alice probably left more clues for us to find here. Ja, jetzt sind wir ja ein bisschen aufnahmebereiter vielleicht, hä? Je nachdem, wie man es nennen will, was wir da jetzt gerade in uns aufgenommen haben, dieses Zeug. So, das Necronomicon haben wir ja mit. Initiate a heuristic scan. Okay. Bäh. Dieses Wabern immer, ist ein bisschen eklig. Oh, warte mal, der heuristische Scan wird... Es hat einen prozentualen Fortschritt, alles klar. Ob das reicht mit der Energie? Ja, sollte hoffentlich. Diese ganzen komischen Worte. Das war es schon, 100%. Oh mein Gott. What is this? A link? Was ist hier los? Alice? Mach was! Nein. Soll ich jetzt einfach da rein? In dieses Ding da? Oh. Das ist so wir hier alles einfach. Also irgendwie ergibt es halt Sinn, aber irgendwie ist es auch total wir. It seems this device only accepts Alice's fingerprints. Cool. Muss ich jetzt die Hand abhacken oder so? Oder am besten halt einfach über die Schulter und her schleifen. Ich glaube, die eleganteste Methode wäre, wenn ich es irgendwie scannen könnte. Scan and copy your fingerprints. Ja, sag ich doch. Avatar-Manipulator. Ja gut, ich meine, es ist ja auch nur virtuell hier anscheinend. Die Erinnerung und alles. Das ist Deep Web mal ganz anders. Okay. Ach, lass mich raten. Ich muss die alle zur richtigen Farbe rüberboxieren. Das sollte ja nicht allzu schwer sein. Hallo? Ist ein bisschen sperrig. Ich muss erstmal so. Hallo? Thank you.
Okay, das war jetzt einfach nur dumm hin und her Geschiebe. Kein richtiges Rätsel. Ein Link wurde gefunden, Hashcode, irgendwas. Ja, gut. I think Alice hid important information in this secret file. It's probably linked to the star map she sent me. I better check the compatibility of this file with the map. Aha. Fine, disconnect me. Also ich konnte das vorher gar nicht haben, ja. Diese Sternensequenz. Aber ich meine, sowas kann man doch googeln. Wenn da schon die Namen dabei stehen. Nun ja. Anscheinend gibt's Google nicht mehr in der Zukunft hier. Ich bin halt echt mal gespannt, worauf das hinausläuft. Also, dass vielleicht die ganze Menschheit irgendwie ausgetauscht werden soll, wer weiß. Aber jetzt müsste ich ja auch die... Ich habe keine Dokumente. Okay. Ah. Von Wilcox. Audio-Nachricht. Carter, just listen to me. All of us are in grave danger. We must meet at the usual secure place. I'll just be around at the Jovian sunset. Be sure to come. I have to talk to you as soon as possible. He sounded urgent. I better go and meet him first. Maybe he knows something about why Alice wanted me to see that memory module. Ach schade, ich dachte, ich kann das jetzt... Benutze das Hauptterminal. Also anscheinend geht man physisch hier nirgendwo mehr hin. Es ist halt wirklich so, dass man nur noch durch die virtuelle Realität irgendwo sich trifft. Ja, ich ist ja kein Wunder, wenn die Leute so ein bisschen... Connect to Jovian Sunset using Security Level 3. Wenn die alle so ein bisschen vereinsamen und sich nur noch an diese virtuelle Realität klammern halt, das kann ich schon verstehen, aber irgendwie ist es ja auch ganz schön cool, oder? Warum sollte man dann rausgehen, wenn man sich irgendwo halt im Netz treffen kann, ohne Zeit zu verlieren? Jovian Sunset wird betreten. Und erstmal so eine halbe Stunde Bahnfahrt gespart. Was ist das denn für ein Schlotz da? Fine. Scan environment for any abnormal activity. Ich weiß, das ist virtuell, ne? Aber trotzdem sieht es hier aus wie... Käferinvasion. Was, Cthulhu? Ich hab's mir schon gedacht. Ja, das habt ihr auch gesagt in den Kommentaren. Ich hab die ja schon gelesen von den ersten Parts, dass das Cthulhu-Theme ist. Und das ist halt schon sehr cool. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, wenn ich halt sehe, dass die View-Zahlen so krass runtergehen, wie gesagt. Aber ich werde es trotzdem weiterspielen, Leute, weil ich habe halt echt selber Bock drauf. Und ich werde das bestimmt nicht einfach irgendwie zur Seite legen. Auch wenn jetzt wieder viele neue Sachen rauskommen bald mit der PlayStation 5. Okay, das... ist komisch. Was ist los? Ist das hier normal, weil das nicht kommentiert? Oder... Also ich fände das ein bisschen beunruhigend, wenn sich da irgendwie so eine komische Silhouette auf dem Boden rumregelt. Enter Command. Wow, ist eine alte DOS-Box oder was? Und es schüttet halt echt wie Sau hier. In Night City. Okay, das werden wohl andere Leute hier in der VR sein. Aber warum sieht das alles so realistisch aus? Ich meine, es ist doch ein bisschen komisch. Warum kann man das doch nicht so ein bisschen fancy machen, dass alles cool aussieht? Warum soll das so abgefuckt aussehen? Ich würde mich hier wohler fühlen. Also jetzt so, nicht jetzt... Ja, wenn es halt schöner aussehen würde, aber es wird halt für mich jetzt ansprechender aussehen. Sonst würde ich hier auch nicht gerade hingehen wollen. Ich könnte nur in der Bude sitzen und mir irgendwelche Serien auf Netflix reinziehen. Das sieht halt voll ekelhaft aus, das Ding. Ah. Ja, aber das sind offensichtlich alles VR-Typen. VR-Gestalten. Hot Girls. Und Hot Noodles. Ich will lieber heiße Nudeln als heiße Mädchen. Das Age Spa. Okay. Ach. Ich wette, das ist er. Hallo? Oh. You've come at last. Carter, we are screwed. Our lives are in grave danger. Calm down. What's going on? Alice and Akeley are dead. And I'm sure we're not too far behind. What are you talking about? Look, I'll just get to the point. Do you remember anything about our involvement with the Kepra Medical Corporation? Oha. Also, wird's ernst, ja? Nein, aber ich habe was Merkwürdiges von Alice erhalten, nämlich eine aufgenommene Erinnerung von mir. No, but
I received something strange from Alice. A recorded memory of my own. That's the normal procedure. Alice was responsible for recording our memories, in case something happens during a hacking session. She was hooked up to the central server, and if our heart stopped beating, all these memories are sent to the rest of the members of Odin. Yesterday I got my own memory recording from her, embedded into the file she sent. Oh, kacke. Wieso glaubst du, dass Akeley auch tot ist? Why do you think Akeley is also dead? I'm not sure. I tried to contact him several times on different channels, but it was useless. What else could I think? Ja. Ich habe dieselben Daten bekommen, doch ich kann mich ja nichts davon erinnern. Warum? I just got the same data, but I don't remember any of this. Why? According to the rumors, they could remotely delete or replace memories of anyone they want. Maybe it's true. They used it on us during the hacking session like guinea pigs. I can't remember anything about it myself. Ja, ist aber schlecht. Und was glaubst du, wer hinter uns her ist? Who do you think is after us then? The place we hacked in our last run. The Kepra Medical Corporation. I'm not sure myself, but there are some rumors going around lately about a technology developed by them called memory seeding. According to the rumors, they could remotely delete or replace memories of anyone they want. Maybe it's true. They used it on us during the hacking session like guinea pigs. I can't remember anything about it myself. I know this all happened because of that cursed rite of transmigration of yours. I told you to stop using it. What do you mean? It was all because of the rite of transmigration? It's not natural. Your talent for it is not natural. You can't even remember where you learned about it. From that mysterious guide in your dreams. Come on, man. It's bullshit. They could track us down because of it. Oh, kacke. Oh, no. I sense someone is listening to this conversation. It's him, I'm sure. You need to find your answers on your own. Don't call me ever again. Heed my words, Carter. Lay low for some time, and don't use that right again. Alter, warum nutzen die nicht irgendwelche Chatrooms? Oh nein! Your mind is giving you away, Mr. Carter. Oh. Focus, Carter! You must focus! Don't lose your grip! Bitte was? Was war das für ein Dämon wieder? Das ekelhafte Vieh. Okay, ich weiß nicht, ob das Licht zu laufen scheint, generell eine gute Idee zu sein, ha? Huh? Oh nein! Diese ekelhaften Grafikfehler. Ihhh. Kapitel 3. Epiphania. Eine Epiphanie ist so eine Art geistiger... ein Geistesblitz. Eine Epiphanie. Ah. Irgendwie ganz eklig gerade die Optik gewesen. Und wir sind wieder dieses komische Vieh. Mit den Krallen. Und der Krone wahrscheinlich. Und Cthulhu. Also diese Tentakelgesichter. Ah. Bin ich aus dem Ei rausgekommen, ja? Cool. Ja, geil. Okay, Leute, ich würde sagen, wir erfahren nächstes Mal, wie es weitergeht. Ich danke euch sehr fürs... Oh, Bestzeit alles Rätsel, 3 Minuten 54. Es gibt auch Rekordzeiten. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal mit dabei. Und dann sehen wir, wie es weitergeht bei Transient. Bis denn und nicht vergessen zu bewerten. Macht's gut. Tschüss.